Moin, moin, meine lieben Edelmetallfreunde und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Video. Eine weitere Runde Silber Talk, Gold Talk, Edelmetall Talk. Falls dich das interessiert, würde ich sagen, bleib dran und schau es dir an. Bis gleich. Willkommen zurück und schön, dass ihr da dran geblieben seid bei meinem Format. Gold Silver Talk ist momentan selbsterklärend, wie es sozusagen weitergeht mit den Gold- und Silberpreisen. Da werde ich heute nicht drauf eingehen, weil meiner Meinung nach sowieso alles noch offen ist und offen bleibt. Ja? Ich möchte mich in diesem Kontext mal einen Talk anschließen, den der Silberpapst heute gebracht hat, was diese Hysterie betrifft, ja, also diese Panikmache. Und es ist mir einfach mal wichtig, das zu erzählen, zu haben, sozusagen, ja. Hysterie, Hysterie, ja, findest du momentan sehr häufig auf YouTube. Aber nichtsdestotrotz findest du das nicht nur auf YouTube sehr häufig, sondern generell in unseren Medien auch sehr häufig, wenn es darum geht, den Menschen Panik zu machen, ja, also und ich möchte jetzt ein paar Stichpunkte bringen, was die ganze Pandemie betrifft, mag berechtigt sein, mag nicht berechtigt sein, das muss letzten Endes jeder für sich werten. Letzten Endes ist es so, dass man mit Panik sehr viel erreichen kann und natürlich ist das auch im Edelmetallbereich so, ganz klar, ja. Es wird ja in diesem Kontext immer ein Name sehr häufig genannt, Kettner Edelmetalle. Ich spreche es mal direkt aus. Normalerweise mache ich das nicht so, weil ich bin ein sehr diplomatischer Mensch und mag es nicht so gerne, mich über Dinge zu outen oder sozusagen, die wo vielleicht auch einen anderen Hintergrund haben. Ja, also wie gesagt, Kettner Edelmetalle ist so ein Format, wo viele, sag ich mal, dem sehr skeptisch gegenüberstehen, weil er natürlich auch schon Hammertitel benutzt, ja, machen aber auch sehr viele andere. Ich will hier wirklich nicht Kettner Edelmetall in Schutz nehmen, muss nicht sein. Ich weiß aber definitiv, dass das auch sehr, sehr viele andere machen. Das ist keine Neuerscheinung auf YouTube, ja, generell nicht. Das ist doch Blödsinn, ja. Ich kann da jetzt noch ganz viele andere Namen nennen und die meisten werden das auch wissen, dass du mit allen, ja, großen Namen irgendwie auch gewissermaßen Hysterie verbinden kannst. Ob gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und letzten Endes muss das jeder für sich entscheiden, mit was er sozusagen oder sie die Namen assoziiert. Ja, das liegt ja nicht in meiner Entscheidung, aber neben Kettner Edelmetalle hast du da auch einen Dr. Markus Krall, ja, der sagt, so und so wird es laufen oder könnte es laufen. Du hast auch einen Friedrich und Weig, ja, und du hast auch einen Hell investiert und du hast auch einen Tradermacher, ja, der auch, oder Eriksen, der auch sozusagen den ein oder anderen Hammertitel benutzt, ja. Um es mal kurz zu machen, zeigt mir einen YouTuber, der nicht sozusagen versucht, aus der Masse herauszustechen, eben mit gewissen Titeln, ja. Und ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, steht auf einem anderen Blatt. Es scheint aber so zu sein, und das könnt ihr auch sozusagen an verschiedenen Kanälen herauslesen, dass das gut ankommt. Ja, es scheint schon so zu sein, dass die Masse eben genau auf sowas steht. Ja, entweder Lifestyle oder eben genau die andere Richtung des Lifestyles sozusagen. Mit Panik sozusagen Geld zu verdienen. Ja, also Panik ist ein mächtiges Wort. Ich möchte dieses Wort Panik nicht unbedingt so in den Mund nehmen oder Angst machen, weil letzten Endes liegt es ja auch, wie soll ich sagen, an jedem selbst. Ja, es liegt an jedem selbst, wie er mit diesen Informationen auch umgeht. Ja, ich meine, ich kann mich jetzt vom Fernsehen beeindrucken lassen und sagen, okay, um Gottes Willen, morgen geht alles unter sozusagen und alle sterben aus. Oder ich kann das als gegeben hinnehmen und das Beste daraus machen, ja. Und das ist halt mit Edelmetalle genau das Gleiche. Sicherlich stimmt das. Und das habe ich in meinem Video schon oft gesagt. Und interessanterweise, ja, das könnt ihr gerne recherchieren. Auf meinem Kanal kommen diese Videos gar nicht so gut an, ja. Auch wenn ich sehr viele Daumen nach oben habe und sozusagen eine sehr geringe Aufrufzahl habe, was so viel bedeutet wie, dass die Community sehr geschlossen sozusagen auf meinen Content reagiert, komme ich durch solchen Content nicht wirklich weiter. Ja, das ist keine Rechtfertigung meinerseits, dass ich jetzt hier auf großem Niveau jammern will. Ich will euch nur verdeutlichen, wie YouTube funktioniert. Ja, und YouTube funktioniert nicht so,
Zumindest scheint es so, aber auch gerne kommentieren, dass man mit normalen menschlichen Themen, ja, wie ich es zum Beispiel auch bringe, sehr weit kommt. Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt hier in irgendeiner Form meine Integrität aufgebe, ja, das nicht. Und mir ging es auch beim letzten React, den ich übrigens auch wieder auf privat gestellt habe, nicht darum, hier jetzt Kettner Edelmetalle sozusagen in den Himmel zu loben. Darum ging es nicht. Bin da sehr, sehr kritisch, das wisst ihr. Mir ging es aber schon darum, in diesem gezeigten Video, ja, diese Stimmung einzufangen, weil er hat ja sozusagen eine Umfrage vorher gemacht und diese in meinem Video wiederzugeben. Das sagte ich auch in diesem Video, dass ich es sehr, sehr traurig finde, dass so viele Menschen überhaupt nicht verstehen, was ist denn eigentlich Fiat Money, ja? Und wenn ich jetzt, müsste man das mal andersrum überlegen, wenn ich jetzt einen Titel gemacht hätte, zum Beispiel mit einem Video, ja, ohne React über das Thema Fiat Money, dann kann ich euch sagen, dann hätte dieses Video nicht einmal, vielleicht gerade mal 1000 Aufrufe, ja. Und das ist halt auch die Wahrheit von YouTube, die man als Zuschauer vielleicht gar nicht so wahrnimmt, ja. Und dann ist es schwer, sozusagen auf solche Missstände, und das ist in meinen Augen, aber auch gerne kommentieren, ein unglaublicher Missstand, wenn Menschen über solche banalen Dinge, weil es sind ja wirklich banale Dinge, das ist ja nichts, was irgendwie ein Geheimwissen ist in der Gesellschaft oder so, ja. Solche banalen Dinge einfach entweder komplett ignoriert werden oder du als YouTuber diskreditiert wirst zu aller, ja, du spinnst ja. Das ist doch nie und nimmer die Wahrheit oder der Weisheit letzter Schluss, dass in Wirklichkeit Geld eben nicht Geld ist, sondern eine Währung ist, ja. Weil Geld ist etwas anderes. Und viele meiner Zuschauer wissen das auch, ja. Aber überlegt mal, wie viele Menschen wissen das halt nicht. Mit Geld oder mit der Euro-Währung oder mit der Dollar-Währung wird halt sehr viel was anderes assoziiert, ja. Und letzten Endes ist halt genau das, was mich so unglaublich ärgert, dass du entweder, aber auch gerne kommentieren, auf YouTube dich an große Menschen hängen musst, um weiterzukommen, oder du aber Titel benutzen musst, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, ja. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die mich unglaublich ärgern, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Titel reinschreibe, was kann ich da für ein Beispiel nehmen? Was ist Geld? Ja, was denkt ihr denn, wie viele Aufrufe das Video hat? Das interessiert keine Menschen nicht, ja. Und ich frage mich da halt immer, warum? Warum sind solche Titel nicht gerne gesehen auf YouTube, ja? Und das siehst du auch auf Lifestyle-Dingen sehr, sehr gut, ja. Ich habe vor kurzem ein Video, da gibt es ja kennt ihr vielleicht diese Schredderteile, ja? Und da hat einer ein React auf einen, also quasi auf so einen Schredderteil gemacht, wo Leute sinnlos irgendwas reinschmeißen, ja, um nur das zu sehen, wie das zerstört wird, diese Rädchen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, ja, gerne kommentieren. Und dann wird da als Titel benutzt, die teuersten Sachen geschreddert. Und was siehst du dann im Video? Ja, Luftballons oder Holz oder was weiß ich, Plastik oder, ja. Und dann hat dieses Video halt einfach 1,5 Millionen Aufrufe. Das ist der Fakt, das ist ja halt auch die Wahrheit dahinter, und das möchte ich mal in diesem Video gesagt haben, weil mir das schon sehr wichtig ist, ja. Also ich freue mich sehr, wenn ihr mich unterstützt, teilt gerne meinen Kanal, dann komme auch ich sozusagen mit meiner Integrität, mit meiner normalen Art weiter, und ihr seht ja, dass das mit auch beim Silberpapst oder auch bei vielen anderen Edelmetallkanälen, die einfach klein sind, nicht daran liegt, dass die uninteressant sind, sondern dass die einem, was heißt, ja, doch uninteressant insofern, weil sie keine Wow-Nachrichten bringen. Das ist auch die Wahrheit dahinter, ja, keine Wow-Nachrichten. Und ich finde es einfach traurig, aber auch gerne kommentieren, dass in unserer Gesellschaft sich nur noch Dinge bewegen mit irgendwelchen Wow-Effekten. Entweder ist alles in Anführungsstrichen Kacke, oder es geht die ganze Welt immer unter, oder aber es passiert sonst irgendwas, was der absolute Hit ist, ja. Das TikTok ist zum Beispiel, ja. Oder auch verschiedene andere Dinge. Wie gesagt, das ist kein Jammern auf hohem, also kein Jammern auf hohem Niveau. Das ist nur mal ein Versuch der Erklärung, wie YouTube funktioniert, ja. Und was das Thema Edelmetalle betrifft, das möchte ich vielleicht auch nochmal gesagt haben, weil das auch ein wichtiges Thema ist. Natürlich machen sehr viele Menschen damit Geschäft, aber wisst ihr, auch das habe ich oft genug in meinen Videos gesagt. Und in einem Video, wo ich ganz bewusst mal die YouTube-Gesellschaft angegriffen habe, wo ich dann auch tatsächlich 20 Daumen nach unten gekriegt habe, was für meine Verhältnisse sehr ungewöhnlich ist, auch wenn es über 250 nach oben waren, ja. Das sind so die Beispiele, dass die Leute die Wahrheit nicht hören wollen. Das ist nämlich auch eine weitere Wahrheit, ja. Die Leute wollen diese Wahrheiten nicht wahrhaben. Sie wollen ihr Leben leben. Am besten passiert auf der Welt gar nichts.
Und wenn was passiert, dann muss man, wie so ein Herdentier halt, ja. Also ich denke, ihr versteht ganz genau, was ich meine, ja. Und was das Thema Edelmetalle betrifft, bildet euch eure Meinung. Und auch das sage ich oft genug auf meinem Kanal. Bildet euch eure Meinung, ja. Und 90% oder 99% oder lass es 95% der YouTube-Gesellschaft sein, wollen ihre Produkte verkaufen. Und selbstverständlich betrifft es auch einen Kettner Edelmetalle. Selbstverständlich betrifft es aber auch einen Eriksen, einen Tradermacher-Kanal. Und selbstverständlich betrifft es auch einen Hell investiert und sonst, wie sie alle heißen. Das heißt nicht, dass sie vom Format her schlecht sind. Ganz im Gegenteil, ja. Man kann aus jedem Kanal oder sozusagen aus jeder Information einen Mehrwert rausziehen. Und das ist es doch, worum es letzten Endes geht, ja. Aber so ist die YouTube-Gesellschaft, die meisten. Und natürlich betrifft das auch Lifestyle-Kanäle. Da seht ihr dann zum Beispiel durch Zufall hinten einen Red Bull-Kasten stehen. Ja, was glaubt ihr denn, warum dieser Red Bull-Kasten zufälligerweise im Hintergrund steht? Das nennt man Schleichwerbung. Und auch das werdet ihr auf Lifestyle-Kanälen sehr oft finden, ja. Oder auch bei großen YouTubern, ja. Die machen sozusagen Werbeverträge mit diesen Firmen, damit sie das da hinten hinstellen dürfen, ja. Also, im Hintergrund ist die Mediengesellschaft ganz anders aufgebaut und nicht so, wie viele meinen. Und tatsächlicherweise ist das ein sehr, sehr hart umkämpfter Markt. Und Edelmetalle, noch einmal, sind nicht dafür da, um damit ultimativ reich zu werden. Ja? Es waren meine Worte und da stehe ich auch dazu und die lasse ich mir von keinem Menschen wegnehmen, ja? Der gesagt hat, Edelmetalle sind nicht dazu da, reich zu werden, sondern sich vor Armut zu schützen. Nur interessanterweise wurden, nachdem ich dieses Video veröffentlicht habe, genau diese Worte direkt geklaut, ja. Und in einen anderen Kontext, bei anderen Leuten, nicht Kettner Edelmetalle, ja, einfach wiedergegeben. Man kann, ja, wie soll ich sagen, eigentlich kackendreist geklaut, ja. Aber das ist halt genau das. Und ich wiederhole es noch einmal. Edelmetalle sind dazu da, sich vor Armut zu schützen, ja. Damit man eben nicht in 10, 20 Jahren dann da sitzt und, ja, mit einem Ofenrohr ins Gebirge reinglotzen muss. So, ja, versteht ihr? Das ist der Punkt, ja. Weil das ist genau das, was passiert mit dem Geld. Mit, ja, Geld ist ja der falsche Ausdruck. Mit den Währungen, ja. Das passiert mit eurem Geld. Also, Währungen. Ihr versteht mich. Mit den Währungen. Genau das ist das passiert, ja. Das nennt sich Inflation. Und das hat auch letztens, und auch das habe ich geliked, einer in einen Facebook-Gruppen reingeschrieben, wo einer voll gehypt sozusagen geschrieben hat, ja, jetzt werden wir diese 1900 bald angreifen, ja, was die US-Dollar-Marke in Sachen Gold betrifft, wo dann eine andere geschrieben hat, ja, was bringt dir denn das, wenn du pro Jahr sozusagen einen inflationären Wert auf deine Währung hast, ja, und du es nur nicht einmal schaffst, mit deiner Gehaltserhöhung pro Jahr, was viele ja nicht mal haben, ja, diesen inflationären Wert auszugleichen. Was bringen dir dann diese 1900 Euro? Warum freut man sich auf diese 1900 Euro? Ja, das ist ja auch nur ein Ausdruck dafür, dass die Währung immer weniger wert ist. Ja, und natürlich gibt es Korrekturen und natürlich wird es nach außen hin assoziiert, dass Gold nichts wert ist, weil es abwertet. Aber vielleicht ist das auch genau der Trick dahinter, um die eigenen Währungen zu stabilisieren. Man kann es ja nämlich auch andersrum betrachten, ja. Das ist ja auch der Punkt, dass man, weil eben die Banken ganz genau wissen, dass wenn die Menschen sehen, dass Gold und Silber durch die Decke geht, dass das irgendwie mit den Währungen zu tun haben muss. Weil wie gesagt, Geld oder Gold ist in der Vergangenheit mit der Menschheit schon immer irgendwie verbunden gewesen. Oder ist es immer noch. Und die Menschen wissen natürlich um die Macht oder um den Wert des Goldes. Das wissen sehr viele Menschen, ja. Das ist der Punkt. Liebe Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Also lasst euch nicht beirren. Haltet euren Kurs, ja. Und ja, lasst euch nicht so, ja, wie soll ich sagen, lasst euch einfach Zeit mit euren Dingen, ja. Sortiert eure Gedanken. Ja, mehr kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen, ja. Es ist einfach wichtig, dass man seinen Weg, ja, für das, was man sich entscheidet im Leben, auch konsequent durchzieht. Und ja, es dauert mal etwas länger, aber dann ist es halt so. Ja, es ist noch kein Meister und es ist auch mit Sicherheit noch kein Millionär einfach so vom Himmel gefallen. Das gibt's nicht. Ja, man muss im Leben halt einfach für die Dinge, die man haben will, kämpfen. Das ist so. Ja, Daumen da lassen, Abos da lassen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao mit V, euer Silbermatze.